Hallo Anders, Stiersternzeichen und herzlich willkommen zum Ausblick für den Monat Februar. Meine Legungen werden unterteilt in die drei Dekaden. Das heißt, es kann bedeuten, dass wenn du zum Beispiel in der ersten Dekade geboren bist, dass das dein Monatsreading ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass du dich in allen drei Dekaden wiederfindest oder auch als Erstdekade geborene Person in der dritten Dekade wiederfindest. Nur so als kleine Einführung. Des Weiteren wird es ein Mitmonatsreading geben. Das gibt es aber exklusiv nur auf meinem Patreon. Da schaue ich nochmal gezielt auf Beruf und Liebe. Falls sich das interessiert, folge mir auch gerne dahin. Alle Infos dazu in der Infobox, auch zu den verwendeten Kartendecks und natürlich auch der Link zu meinem Shop. Ja, und damit starten wir jetzt auch mit der ersten Dekade der Stiere. Mal gucken, was bei euch so los ist. Bisher nahezu alle Sternzeichen, die ich aufgenommen habe, haben die tiefe Transformation ja quasi so ein bisschen eingeleitet im Februar. Mal gucken, was sich bei euch zeigt. Ah, hier kommt schon mal ein Turmmoment zum Tragen. Entweder weil du dich gerade darin befindest oder in diesen Turmmoment hineinkommst. Denn hier ist so ein bisschen die Energie von, ja, zu hohen Erwartungen, Überidealisierung, entweder einer Person oder auch einer, ja, jobtechnischen Angelegenheit im Kartenbild. Und da gibt es einen Erkenntnisgewinn bezüglich dieser Angelegenheit. Ich möchte gerne etwas, ja, durchbrochen werden, aufgebrochen werden und dementsprechend, ja, gereinigt, gelöst werden. Möglicherweise also hier auch schon mal die Tendenz für den einen oder anderen Stier bezüglich einer Transformation. Hier fällt die Energie von Risiko raus. Das Ding ist natürlich, auch wenn ein Risiko durchaus auch mal negativ sein kann, kann das Risiko auch manchmal durchaus positiv sein. Also es muss nicht unbedingt sein, dass das Risiko, welches sich hier zeigt, jetzt per se etwas Schlechtes ist. Vielleicht ist es auch ein Risiko, welches angezeigt wird durch diese Überidealisierung einer Angelegenheit bzw. Person, dass das eben als Wagnis gekennzeichnet ist. Nicht zwei auf einmal, liebes Universum. Ja, Überidealisierung könnte definitiv ein Grund sein, warum dieses Sicherheitsbedürfnis schon vorhanden ist. Und vielleicht ist dieses Sicherheitsbedürfnis auch der Grund, warum jetzt hier etwas erkannt werden möchte, etwas, ja, zerstört manchmal auch werden möchte, damit einfach eine gewisse Befreiung stattfinden kann von diesem Gedankengang, dass etwas oder eine Person hier für dein Sicherheitsbedürfnis verantwortlich ist. Und letztendlich auch dafür sorgt, dass du nicht in der Lage bist, hier so ein bisschen ein tatsächliches, festes Angebot zu tätigen. Weil das vage Angebot scheint hier so ein bisschen von deiner Richtung auszugehen, aufgrund dessen, dass du dir nicht sicher bist. Entweder bezüglich eines Jobs oder auch einer Person. Ich muss es ja allgemein halten in einer öffentlichen Legung. Und ja, deine Welt so ein bisschen auf dem Kopf steht und du erst dich sicher fühlst, wenn auch vom Gegenüber tatsächlich etwas, ja, handfest festgemacht wird. Hier ist das nämlich nicht der Fall. Das heißt, hier ist eine Abhängigkeit vorhanden, die gelöst werden möchte. Wir haben die 7 der Münzen. Hier geht es nämlich um Langfristigkeit, hier geht es um Geduld, hier geht es um Ausdauer, hier geht es darum, ja, Überraschungen auch mal zu akzeptieren und unter anderem auch 7 der Münzen immer ein Hinweis auf Zeichen aus der Vergangenheit. Das kann zum einen natürlich eine Person sein, die aus der Vergangenheit zurückkommt, an der du hier vielleicht nochmal gedenkst zu naschen. Ja, es kann aber auch sein, dass in Form von Träumen oder Impulsen generell die Vergangenheit bei dir nochmal reingerätscht aufgrund dieser Turmmomente oder dieses Turmmomentes und das Erkennen einer gewissen, ja, destruktiven Energie, die eben vorherrscht hier in der ersten Dekade. Was haben wir denn hier? Die Kraft und, oh, die 10 der Münzen. Ja, die Kraft ist natürlich eine Energie von Mut.
die Kraft, auch der Hinweis, neue Leidenschaft an den Tag zu legen, neue Lebenskraft zu entwickeln, Lebensfreude und auch Genuss mit in dieses neue Leben reinzunehmen, besonders im Hinblick auf diese Energie von Verwirklichung, auch im Hinblick auf Integration. Hier kommt ja ein Erkenntnisgewinn rein. Das heißt, ein neues Dasein möchte geschaffen werden, ein selbstbestimmtes Dasein möchte geschaffen werden, weil hier ist ja, wie gesagt, Abhängigkeit drin. Sicherheitsbedürfnis und kein festgelegtes Angebot deinerseits, um in eine stabile Verbindung reingehen zu können, sei es beruflich oder sei es auch im Privatleben. Und mit dieser Energie setzt du auf jeden Fall den Startschuss, sodass du in der Lage bist, hier dich zu verwirklichen und neue Stabilität und natürlich auch Sicherheit damit zu generieren. Was zeigt sich denn noch hier in der ersten Dekade? Und damit fällt hier noch der Schwertkönig zum Schluss. Ja, in dem Fall natürlich die verkopfte Person. Es kann sein, dass es deine Energie ist, dass du jetzt in deinen Verstand reingehst, um einfach für dich ja, neue Gesetze zu schaffen, für dich auch in den Verstand wieder zurückzufinden, ja, deine Intelligenz zu nutzen. Es kann aber natürlich auch sein, dass hier der Verstandesmensch eine Person ist, die vielleicht nochmal aus der Vergangenheit zurückkommt. Kommt, beziehungsweise dich damit auch so ein bisschen selbst in den Verstand drängen möchte. Wir haben hier nämlich im Outcome den Stern auf dem Kopf liegen. Und das ist ein Hinweis, dass es hier wirklich an Erdung mangelt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, ich sag mal, wenn die Welt auf dem Kopf steht, dann rinnt die Erde hinunter, das Gefühl rinnt hinunter und du hast absolut keinen festen Bezugspunkt, um hier eine klare Vision erschaffen zu können, sondern wirklich, ja, du kreierst Illusionen, ne? Überidealisierung. Es ist nicht so, wie du es dir ausmalst und das führt letztendlich auch nicht zu dem Erfolg, den du dir erhoffst. Ganz egal, ob es um eine Person geht oder um das Berufliche. Ja, das hier zur ersten Dekade. Grundsätzlich eine, ja, doch sehr schön beginnende, wenn auch vielleicht unter anderem sehr schmerzhafte Transformationsenergie. Es ist auf jeden Fall schon mal eingeläutet, sagen wir es mal so. Es kann danach nur besser werden. Es ist, wie es ist. Mal schauen, was sich hier in der zweiten Dekade zeigt für den Stier. Wie gesagt, es kann sein, dass es sich jetzt anschließt. Es kann aber auch sein, dass hier eine grundsätzlich andere Energie eine Rolle spielt. Die 10 der Stäbe, gefolgt von den 2 der Schwertern. Die 10 der Stäbe ist immer ein Hinweis auf Verantwortung übernehmen. Verantwortung für dein Handeln übernehmen, dich wieder konzentrieren und damit eine Lebensaufgabe meistern. Ja, es geht jetzt hier ein bisschen um die Meisterschaft, aber auch darum, eben auf eine neue, auf eine höhere Ebene aufzusteigen. Und daher ist es natürlich ganz wichtig, hier auch möglicherweise mit anderen Personen eben Gespräche zu führen, Diskussionen zu führen und Zweifel rauszunehmen, damit du wieder objektiv denken kannst. Da kann durchaus dieser Verstandesmensch eine große Rolle spielen, um dich hier auch zu unterstützen, diese, ja, man könnte auch sagen, diese Nebel, die Wolken rauszunehmen, damit es für dich einfach klarer wird und damit du dir auch des Unbewussten wirklich bewusst wirst und eben etwas verändern, wandeln kannst. Ja, hier wird auf jeden Fall etwas gewandelt. Die 8 der Münzen, eigentlich die Talent- und Fleißkarte. Ja, es geht aber auch ums Lernen, ums allgemeine Lernen, Lernen im Leben, Lernen beruflicher Natur, auch andere Menschen kennenzulernen, dich selbst kennenzulernen und es vielleicht sogar anders zu machen als die 7 Münzen vorher. Da schaffe ich wieder mal den Übergang hierzu, ne? 7 der Münzen. Jetzt bist du an der 8. Münze dran. Du kannst diese 8. Münze komplett anders machen als die 7 Münzen davor. Ja, vielleicht hast du durch diesen Erkenntnisgewinn gelernt, dass es auch anders funktioniert und damit eben auch die Möglichkeit in Zukunft, wie gesagt, Lebensaufgabe, Aufstieg auf eine höhere Ebene,
diese Stufe anders zu erklimmen. Anders, wie gesagt, mach es anders. Lerne aus der Vergangenheit und gehe damit in den Erfolg. Ja, jetzt liegen hier die zwei der Münzen auf dem Kopf. Das ist natürlich so eine Energie von Schwankung, ne? Noch keinen Standpunkt haben, aber das ist auch völlig in Ordnung. Es geht ja jetzt ums Lernen, ums Weiterkommen. Von daher darfst du durchaus hier auch mal so ein bisschen Unsicherheit noch mit an den Tag legen, weil es ist ja neu. Ja, geh den Weg in deinem eigenen Tempo, hetze nicht, sondern sorge dafür, dass es für dich sicher ist. Und gerade wenn du auf dem Weg bist, hier etwas neu zu machen, dann kannst du diese 7 alten Münzen nicht mit der neuen Münze vergleichen. Das heißt, diese neue Münze kannst du auch ruhig langsamer machen. Das ist völlig irrelevant, weil du für dich eben ein neues Tempo finden musst. Von daher ist diese Konzentration oder diese Anstrengung, die jetzt von dir gefordert wird, auch durchaus etwas, wo du nicht hetzen solltest tatsächlich, damit du eben nicht deine Energiereserven aufbrauchst und in der Lage bist, für dich einen klaren Standpunkt zu schaffen. Ja, 2-2, also hier ist definitiv ein Zeitraum drin, der ja schon ein paar Tage dauern darf. Ne? Eile mit Weile, sagen wir es mal so. Grundsätzlich 10 der Stäbe, aber auch eine Energie von, ja, da ist schon die Lebensaufgabe, eine Energie von, du hast schon viel gemeistert. Das wirst du jetzt auch noch meistern können. Versperre dich nicht vor dieser Lektion. Auch diese anderen Sichtweise, die hier reinkommt. Wie gesagt, der Standpunkt ist noch nicht klar. Du lässt dich hier einmal ein bisschen hängen. Das ist auch völlig in Ordnung. Einen Moment. Und du darfst dich hier auch durchaus ein wenig hängen lassen. Denn es ist wichtig, dir bewusst zu werden, dass nur in so einer gewissen Leichtigkeit auch mal das einfach mal fallen lassens, durchaus neue Aspekte eine Rolle spielen können, dass du eben auch lernst, manchmal ist es gut, hier eine Krise oder in eine Krise hineinzurutschen, um letztendlich auch die Prüfung in der Angelegenheit zu erkennen. Wie gesagt, möglicherweise auch die Prüfung bezüglich deiner Vergangenheit, weil vielleicht jemand aus der Vergangenheit reingrätscht oder Impulse eben aus der Vergangenheit reinkommen, die eben dein Weltbild einmal umstellen wollen, damit es sich wieder gerade richtet. Wir haben hier schon die 4 der Schwerter. Ja, sehr interessant. Also, wir haben hier so ein bisschen Erschöpfung liegen. Ne? Wie gesagt, das ist der Hinweis, Eile mit Weile, damit es eben keine Erschöpfung für dich wird. Damit du nicht das Gefühl hast, du musst hier all deine Energiereserven bis aufs Letzte aufbrauchen, denn schlussendlich ist es wichtig zu erkennen, dass unerfüllte Erwartungen nur dann in Erfüllung gehen können, wenn du eben lernst, wie erfüllt dich diese neue 8. Münze. Mach es, wie gesagt, anders. Stelle dich deiner Aufgabe. Manchmal ist es auch ein Opfer zu erkennen, dass bezüglich auch hier besonders in Liebesangelegenheiten, Herzensentscheidungen natürlich zu hohe Erwartungen auch für eine Isolation sorgen können, weil es gibt nicht die eine perfekte Person. Und auch wenn du in der Vergangenheit schon mal mit der gefühlt für dich perfekten Person zu tun gehabt haben könntest, musst du dir auch bewusst werden, dass eine neue Person niemals eine alte Person ersetzen kann. Ja, gerade für Menschen, die eine sehr lange Verbindung hinter sich hatten, es kam zu einer Trennung, aus welchen Gründen auch immer, ist völlig irrelevant. Vergleiche die alte Person niemals mit einer neuen Person und vor allen Dingen vergleiche auch nicht den alten Job mit einem neuen, wenn das zum Beispiel dein Thema ist. Ja, ein neuer Job möchte auch kennengelernt werden. Bei einem neuen Job machen sie die Münzen auch grundsätzlich vielleicht anders. Vielleicht gibt es da andere Vorgaben, in die du dich hereinfuchsen musst. Nichtsdestotrotz, ist nur weil es anders ist, heißt es ja nicht, dass es schlechter ist. Ganz im Gegenteil. Da geht es dann wieder darum, neue Strukturen, ein neues Feeling auch zu entwickeln für diese gesamte Angelegenheit. Egal ob beruflich oder ja im Zwischenmenschlichen, vielleicht sogar im Freundschaftlichen. Vielleicht ist das nämlich auch eine Thematik, die wichtig ist. Die Hohe Priesterin. Ja. Mit den hohen Erwartungen kommt nämlich auch die Unerreichbarkeit.
Buch Unerreichbarkeit, jetzt hat sie sich doch noch umgedreht, die Unerreichbarkeit zum Tragen. Und eigentlich ist das, was ich gerade gesagt habe, jetzt hier nämlich auch rausgefallen. Wir haben auch hier mit den sieben der Münzen die Thematik unter anderem der Vergangenheit liegen. Zum anderen ist die Vergangenheit nicht mehr erreichbar, sie ist vergangen. Die sollte abgehakt werden. Auch die Erwartungen, die da in der Vergangenheit mal eine Rolle gespielt haben, dürfen... Oh, sehr schön. Ich habe gerade auf das Outcome geguckt, zeige ich gleich. Auch diese Erwartungen dürfen abgehakt werden, weil nur dann kommst du nämlich in die Verlässlichkeit und in die Ausdauer, die auch hier natürlich schon angezeigt worden ist. Und wir haben hier im Outcome das Ass der Kelche. Chance auf Erfüllung, Chance auf Liebe, Chance auf Frieden, auf Wachstum, Fruchtbarkeit, ganz egal, was dein Ziel ist. Und das gilt natürlich auch sowohl für die Liebe als auch für das Berufliche. Das heißt, hier ist eine Chance, die ergriffen werden darf und die natürlich dann auch von dir auch angenommen werden muss. Diese Chance kommt auf dich zu, du musst aber auf diese Chance zugehen. Auch das lässt sich nicht vermeiden. Also hier in der zweiten Dekade das Thema der Erwartungen, zu hohe Erwartungen, irrationales Handeln, Denken, Fühlen. Und das möchte hier gewandelt werden. Dann schauen wir jetzt mal in die dritte Dekade. Ich bin gespannt, was sich zeigt. Passt das zum Rest oder ist es hier eine gänzlich andere Energie? Wir schauen einfach mal. Liebes Universum, bitte eine Botschaft für die dritte Dekade. Sortiert euch, wir haben Zeit. Der Page der Schwerter, der bringt Impulse, der bringt Neuigkeiten, der bringt auch Pläne, auch manchmal natürlich den damit verbundenen Klärungsbedarf. Und auch hier mit dem Stern auf dem Kopf mangelnde Erdung. Wir hatten ja hier den Stern schon im Outcome, jetzt fällt er auch noch hier direkt rauf. Also hier darf auch noch einiges geklärt werden, aber gut. Solche Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Die können sich schon mal so einen Monat, zwei, drei, vier, vielleicht auch bei dem einen oder anderen ein Jahr lang in die Länge ziehen. Aber schlussendlich sorgt eigentlich nur diese mangelnde Erdung dafür, dass dir bewusst wird, dass du hier noch etwas Altes aus der Vergangenheit emotional loslösen müsstest. Ja, also hier heißt es wirklich, gewinne Abstand, gebe etwas auf, ein Opfer bringen, ja, um eine Bilanz zu ziehen, damit du auch auf emotionaler Ebene einen neuen Weg gehen kannst. Und wir haben hier mit den Zehn der Schwertern und auch hier nochmal den Turm. Ja, vielleicht ist das hier wirklich so eine Monatsgeschichte mit dem Turm. Mit den Zehn der Schwertern wirklich die, ja, der notwendige Schlussstrich, damit du das Ende bzw. auch diesen Tiefpunkt erkennst und rausgehen kannst, dich loslösen kannst von der Vergangenheit. Weil das ist hier die große Thematik, Abschlussenergien, sowohl im Verstand als auch auf der emotionalen Ebene. Und damit kommt hier tatsächlich nochmal der Durchbruch. Auch hier in der dritten Dekade der Turmmoment zum Tragen, der letztendlich eine Reinigung bringt und du in der Lage bist, hier wirklich einen Schlüssel zu nehmen und ja, in dein neues Dasein eintreten zu können und dieses auch der Welt präsentieren zu können, um einfach wieder in die Anziehungsfähigkeit reinzukommen. Weil nur wenn du dich von der Vergangenheit löst und nicht mehr in den Fäden deiner Vergangenheit hängst, bist du ja auch in der Lage, eben solche Chancen in dein Leben zu ziehen. Hier ist so ein bisschen Frustration und Unmut drin. Das ist aber auch eigentlich nur eine logische Konsequenz durch diesen Turmmoment. Es frustriert, es macht wütend. Die Selbsterkenntnis macht auch manchmal wütend und ist durchaus verständlich, gar keine Frage. Aber gerade als Stier bist du ja auch eigentlich ein sehr, sehr geselliges Wesen, wenn es um das Zwischenmenschliche geht. Hier
Hast du aber auch mit dem Zwischenmenschlichen und vielleicht auch mit dem Zusammensein anderer Menschen natürlich gewisse Aspekte überspielt und als für dich in Ordnung abgetan, aber in dir hat es halt gebrodelt. Und dadurch kommt natürlich hier durch diese Schlussstrich-Energien erstmal das Thema der Frustration rauf, ja, Unmut, vielleicht auch so ein bisschen Verdruss-Energie, ja, du hängst so ein bisschen emotional in den Seilen, weil du eben einfach die zwei Kelche noch nicht hast. Diese werden aber auf kurz oder lang so oder so kommen. Das heißt, die Karte der Anziehung, der Bindung, des Vertrages, der wichtigen Begegnungen und auch das Klären von den Gefühlen. Hier kommt schon mal ein Angebot rein. Page der Münzen, ne, gute Nachricht, ein Geschenk, ein Angebot. Das kann natürlich von beruflichem Aspekt her sein, das kann natürlich auch das Zwischenmenschliche betreffen. Eigentlich Münzkarten, natürlich die Erdungskarten, aber vielleicht auch ein Hinweis mit der Erde, und du bist ja auch ein Erdzeichen, dass du hier erstmal wieder Boden unter den Füßen gewinnst und deswegen hier schon mal ein Angebot auf dich zukommt, ja? Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, dass da jemand sagt, Juhu, hier bin ich, hier ist dein Jobangebot oder deine Weiterbildung, beziehungsweise auch, dass eine Person hier freudestrahlend mit der Münze in der Hand, mit dem Geschenk auf dich zurennt. Ah, ich habe hier schon wieder das Ass der Kelche unten liegen. Die sechs der Kelche auf dem Kopf. Ja, hier ist so ein bisschen Nostalgie drin, ne? Wie gesagt, Verdruss, Nostalgie und es fühlt sich so ein bisschen an wie die Energie von, ach verdammt, warum hast du das eigentlich getan? Warum bist du durch diesen Turm gegangen? Warum hast du diese Erkenntnis bekommen? Deine rosarote Brille, die war doch vorher super, jetzt ist sie gebrochen. Und gerade wenn dann nämlich ein Angebot reinkommt, was ja durchaus vielversprechend sein kann, dann ist hier erstmal so diese Energie drin von, ja, ist das wirklich so schön, ne? Muss ich da jetzt wirklich rausgehen? Muss ich das wirklich tun? Nein, natürlich musst du gar nichts, ne? Du bist in der Lage, dieses Geschenk, dieses Angebot anzunehmen. Du kannst es aber auch verweigern, wenn du dich dementsprechend nicht danach fühlst oder es für dich verstandesmäßig überhaupt gar keinen Sinn macht. Die acht der Schwerter. Auch hier werden Hemmungen noch aufgezeigt. Passt natürlich in der Konstellation hier sehr, sehr gut zusammen. Du hast Hemmungen, dieses Angebot anzunehmen. Das kann dem frischen Durchleben oder diesem frischen Aufbrechen durchaus zu tun haben oder mit damit zu tun haben. Und wir haben hier den Hierophanten im Outcome. Das heißt, du wirst hier aufgerufen, tatsächlich erstmal in dein eigenes Vertrauen reinzugehen. Der Hierophant ist ja das männliche Pendant zur Hohenpriesterin und dementsprechend auch ja deine innere Führung ein bisschen mit gekennzeichnet, dass du dich erstmal wiederfindest. Vielleicht ist es auch ganz gut, hier wirklich mal klug zu sagen, okay, ich verzichte jetzt erstmal auf dieses Angebot. Beziehungsweise, dass du eben einfach noch Zeit benötigst, um das Ganze genau zu beleuchten. Entspricht es wirklich deinem eigenen Sinn? Ist das wirklich jetzt etwas, was du tätigen kannst? Egal, ob es um eine Person geht, die du kennenlernst, oder auch um das Jobangebot, welches eine Rolle spielen könnte. Der Hierophant heißt wirklich Sinnsuche, Vertrauen finden, Gewissen wieder zurückfinden, deine moralischen Vorgaben. Neu kennenlernen, neu sortieren, neu aufschreiben, neu vertraglich festhalten, wie auch immer du das nennen möchtest, um einfach auch gefestigte Entscheidungen treffen zu können, neue Urteile fällen zu können, um einfach nicht wieder in diese Vorurteilsenergie reingehen zu können. Also auch hier beim Stier im Februar eine Transformationsenergie. Tendenziell haben wir hier in der zweiten Dekade schon primär eher das liebestechnische Liegen. Hier natürlich auch so ein bisschen, wie gesagt, Vergangenheitsthematik spielt hier nochmal eine Rolle. Aber eigentlich ist der ganze Monat gekennzeichnet wirklich, damit du wieder in deine Erdung reinfindest. Ja, möglicherweise startet es wirklich mit dem Turmmoment und wird hier mit dem Turmmoment beendet, der aber dafür sorgt, dass du hier wirklich erstmal, ja, energetisch, gefühlstechnisch, und auch gedanklich erstmal so ein bisschen
runterfällst. Aber das kann ja im Laufe der Zeit auch wieder aufgefüllt werden. Das ist ja dann deine eigene Intention, die du reinsetzt und die schlussendlich dann eben wieder für Fülle sorgt. Wenn Altes rausgeht, ist immer erstmal Ebbe. Es ist, wie es ist. Aber auch die Natur, zumindest hier im Norden, wir haben in der Nordsee natürlich Ebbe und Flut, die Fülle kommt ja wieder. Sie ist nicht weg. Sie ist nur erstmal woanders. Ja. Du kannst deine leeren Kelche benutzen, um diese peu à peu wieder aufzufüllen. Aber dafür muss das Alte natürlich erstmal raus. Der Ballast muss weg. Ja, also wirklich Hausputz, Frühjahrsputz beziehungsweise Vorbereitung, wirklich mal den alten, ja, Klamottenschrank unter Umständen vielleicht sogar ausmisten oder irgendwelches Nippes, was in der Wohnung rumsteht, ausmisten, weil es irgendwie in der Vergangenheit mal von irgendeinem, ja, vielleicht sogar Ex-Partner, Ex-Partnerin geschenkt worden ist und du dich einfach nicht mehr damit identifizierst. Ne? Auch das sind irgendwo Energien, die im Haus manchmal rumschwirren, die dann wirklich weg müssen. Damit du erstens nicht mal daran erinnert wirst und auch für dich vielleicht einen Schlussstrich ziehen kannst. Auch das fällt manchen Menschen schwer, da immer irgendwie so ein, ja, kleines Gedöns einfach mal zu entsorgen, obwohl da eigentlich nichts dran ist, ne? Aber es hängen Erinnerungen dran. Und manchmal auch nicht unbedingt schöne Erinnerungen. Aber man klammert sich dann an dieses kleine Etwas und haftet die schönen Erinnerungen daran, aber man kann damit nichts mehr anfangen. Es steht einfach nur da und ist ein Symbol für etwas, was vergangen ist. Und so ist es auch mit den alten Kelchen, die raus müssen. Und vor allen Dingen hier ist es sehr, sehr gut, dass diese zwei Kelche, die nicht mehr dienlich sind, diese alte Verbindung rausgeht, damit du einfach in der Lage bist, neu zu empfangen. Ja, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch für das Februar-Reading. Wenn dir das gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, ein Like da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Unter anderem auch einen Kommentar natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt, alle weiteren Infos in der Infobox. Schaut gerne bei Patreon vorbei, wenn euch erweiterte Readings gefallen. Dann kannst du mich nämlich dort auch abonnieren und dir dann die Erweiterung anschauen, beziehungsweise auch exklusive Inhalte, wie zum Beispiel das Mitmonatsreading. Das gibt es nur auf Patreon, noch nur für meine Patreons. Nur so als Randinfo. Falls wir uns wiedersehen, sage ich bis bald. Falls wir uns nicht mal wiedersehen, wünsche ich dir ein wunderschönes Leben und alles Liebe und Gute und viel Erfolg, Gesundheit, Glück, Liebe. Es sei dir gegönnt, ja? Und für alle anderen sage ich bis zum nächsten Reading. Bye bye. Einen schönen Februar.